Ja, wir spüren natürlich in ganz Europa die wirtschaftliche Verschlechterung und deswegen müssen sich auch die europäischen Finanzminister natürlich beim ECOFIN mit der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union beschäftigen, ganz intensiv beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Wettbewerbsfähigkeit wieder nach oben bringen kann. Da geht es viel um Abbau von Bürokratie natürlich. Ursula von der Leyen hat angekündigt, 25% aller Berichtspflichten zurückfahren zu wollen. Das ist ein wichtiger und aus meiner Sicht richtiger Schritt. Es geht aber auch darum, privates Kapital zu mobilisieren. Die Europäische Investitionsbank hat deswegen ihre Pläne gestern schon vorgestellt und die werden wir heute noch diskutieren, wie man privates Kapital besser mobilisieren kann, weil kein Budget dieser Welt wird die Herausforderungen in digitaler Natur, ökologischer Natur alleine meistern können. Deswegen brauchen wir dringend privates Kapital auch. Wie kommen auch kleine und mittlere Unternehmen besser an Kapital heran. Das sind die Dinge, die wir heute diskutieren. Ich will das österreichische Budget ansprechen. Sie haben das Defizit vor kurzem nach oben korrigiert. Warum sind Sie erst 4 Tage nach der Wahl damit herausgerückt, mit diesen schlechten Zahlen? Ja, weil die Prognosen dann kommen, wann sie kommen. Das hat nichts mit dem Zeitpunkt der Wahlen zu tun, sondern die Europäische Kommission, aber auch IHS und WIFO verkünden die Prognosen dann, wenn sie sie verkünden. Das ist meistens im Oktober, hat nichts mit einem bestimmten Zeitpunkt zu tun. Das ist immer im Frühjahr und im Herbst. Und auch dieses Mal war es so, IHS und WIFO sogar einen Tag nach uns sozusagen. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber nicht alle. Der Fiskalrat hat schon früher im Jahr quasi gewarnt, dass sich das nicht ausgehen wird. Der Vorwurf liegt nahe, dass Sie ein bisschen Wahlkampf damit gemacht haben, indem Sie die Zahlen zurückgehalten haben. Nein, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wir haben die Zahlen der Kommission ja vorgelegt. Die Kommission, die Europäische Kommission, hat sie für plausibel und nachvollziehbar empfunden, hat deswegen auch gegen Österreich kein Defizitverfahren eingeleitet, wie gegen andere 7 Staaten schon. Wir haben einen normalen Referenzpfad bekommen, wie andere 16 Staaten auch. Also ganz ein normaler Vorgang. Aber klar ist, dass die wirtschaftliche Situation in ganz Europa, und wir sind eine offene Volkswirtschaft in der Mitte Europas, natürlich auch Auswirkungen auf unsere Budgets haben. Aber zu den Prognosen muss man schon sagen, die variieren natürlich gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ganz extrem. Im März beispielsweise hat der Fiskalrat ein noch niedrigeres Defizit prognostiziert, als wir das prognostiziert haben. Unsere Zahlen haben in den letzten Jahren eigentlich immer relativ gut gestimmt. Das bestätigt ja auch der Fiskalrat. Geben Sie der nächsten Regierung damit jetzt nicht einen sehr schweren Rucksack mit? Das hat überhaupt nichts mit Rucksack zu tun, sondern im Gegenteil, die wirtschaftliche Situation ist schwierig, selbstverständlich. Und wir haben eine Hochwassersituation gehabt in Österreich in den letzten Wochen, die natürlich noch einmal zu einem höheren Defizit beigetragen hat. Die Erhöhung des Klimabonus beispielsweise auch. Also das sind Investitionen, die aber notwendig waren, jetzt gerade beim Hochwasser auf jeden Fall so. Und auch gewisse Reformen, die wir gemacht haben. Natürlich die Valorisierung der Sozialleistungen, natürlich die Abschaffung der kalten Progression. Das sind alles Maßnahmen, die strukturelle Reformen sind, für die Zukunft wichtig, die jetzt aber notwendig waren. Und jetzt ist die wirtschaftliche Situation schwierig, in ganz Europa schwierig, auch für Österreich selbstverständlich. Und darum mussten die Zahlen auch entsprechend revidiert werden. Übrigens nicht von uns, sondern wir haben auf Grundlage von Prognosen, von WIFO, von IHS, das ändern müssen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Man sieht ja auch bei den Prognosen eben der Wirtschaftsforscher, dass sich das ständig ändert. In relativ großem Ausmaß, muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, im März hatte der Fiskalrat noch 2,2% Defizit prognostiziert. Wir waren damals schon bei 2,7%. Ändert sich. Sie werden wohl nicht Teil der nächsten Regierung sein. Sie sind der designierte Kommissar Österreichs zuständig für Migration. Der Ton wird rauer in Europa. Es gibt immer mehr Rufe nach einem strengeren Vorgehen, als es der Asylpakt vorsieht, der in 2 Jahren für die Umsetzung sind Sie quasi zuständig. Wie sehen Sie diese Rufe nach einem restriktiveren Kurs? Ja, wir haben herausfordernde Zeiten auch in dem Bereich. Natürlich wird der Bereich innere Sicherheit insgesamt, aber auch Migration eine ganz große Rolle spielen in den nächsten 5 Jahren. Und hier gibt es den Migrations- und Asylpakt, den alle Staaten unterschrieben haben, den alle Staaten unterstützt haben. Und jetzt geht es darum, den möglichst pragmatisch auch umzusetzen, dass wir eine gemeinsame europäische Vorgehensweise bei diesem Thema auch erreichen können.